Morgen und herzlich willkommen zu meiner Wahlkreisfahrt. Wir haben gesagt, jetzt ist ja Corona, das seht ihr ja schon an meiner Maske. Und wir haben gesagt, wir machen das Ganze mal virtuell, ihr könnt euch das mal im Internet angucken. Das hier ist sozusagen der Startpunkt, wenn die Züge hier aus Hamburg kommen, aus Schleswig-Holstein kommen. Dann in dieser Situation kommt ihr hier an am Bahnhof und dann geht's los mit der Wahlkreisfahrt. Ja, und vom Bahnhof geht's dann häufig hier zum ZOB. Und hier am ZOB stehen dann die Reisebusse bereit. Und mit einem Reisebus macht ihr dann wahrscheinlich normalerweise, wenn eben nicht Corona ist, dann eine Rundtour durch die Stadt und schaut euch besondere Mahnmale an, Denkmale an und besondere Stätten sozusagen auch zum politischen Berlin. Was ich so fantastisch finde in Berlin, überall ist die Geschichte präsent und selbstverständlich auch die Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus, auch hier im Reichstagsgebäude des Deutschen Bundestages. Und hier findet ihr die Stelen direkt davor beim Besucherzentrum in Erinnerung an die Reichstagsabgeordneten in der Weimarer Republik, die von den Nationalsozialisten ermordet worden sind in den KZs. Hier Abgeordnete der KPD und der SPD vorzüglich. Morgen, wir sind hier jetzt bei der Besuchertribüne. Hier unten findet ihr das Plenum. Und normalerweise, wenn keine Sitzungswochen sind, hält hier einen Vortrag ein Angestellter des Bundestages, des Besucherdienstes. Und wenn Sitzungswochen sind, dann wohnen unsere Besucherinnen hier auch auf der Tribüne dann den Sitzungen bei. Und ich nehme euch einmal jetzt ganz kurz dorthin mit. Aber ihr müsst natürlich ganz leise sein. So, und wohin jetzt? So, wir sind jetzt im Erdgeschoss des Reichstagsgebäudes des Deutschen Bundestages. Und was ihr hier sehen könnt, der Architekt Norman Foster hat bei der Neugestaltung dieses Gebäudes darauf geachtet, dass es zum einen sehr lichtdurchflutet ist mit viel Glas, aber dass zum anderen auch die historische Substanz erhalten wird. Und hier an dieser Stelle seht ihr beispielsweise die Botschaften der Soldatinnen der Roten Armee, die hier beispielsweise an ihre Familie Grüße hinterlassen haben, aber auch ihre Hoffnung zurückzukehren in die Sowjetunion zum Ausdruck gebracht haben oder einfach pure Siegesbotschaften über den Hitlerfaschismus. Und das seht ihr beispielsweise hier auch, dieses Datum 6.5.1945. Das, was hier genau steht, möglicherweise ein Name, das kann ich euch aber nicht genau übersetzen. Hier draußen im Innenhof, das ist sozusagen das Herz des Deutschen Bundestages, da findet ihr eine Inschrift, die ich besonders beeindruckend finde, weil hier steht der Bevölkerung. Das seht ihr jetzt nicht so ganz, das ist überwuchert. Überwuchert, weil hier Bundestagsabgeordnete aus ihren Wahlkreisen Erde und Pflanzen mitbringen, um die hier sozusagen auszusehen hier drin. Und das ist das demokratische Gegenbild eigentlich zu dem, was am Eingang des Reichstagsgebäudes steht als Inschrift. Da steht nämlich der deutschen Bevölkerung.
Moin und herzlich willkommen hier in meinem Büro. Hier beispielsweise schreibe ich meine Reden im Büro. Ich übe die Reden, die ich dann auch im Plenum halten werde. Hier ist dann die Möglichkeit für Besprechungen, wenn wir uns im Team besprechen, wenn ich mich mit anderen Menschen treffe, natürlich außerhalb der Corona-Zeiten. Deshalb ist es eben auch gerade so leer. Oder hier die Couch, wo ich mich dann auch mal fokussieren, mal ausruhen kann. Hier dieses zweite Büro, hier sitzt die Büroleitung, mein Mitarbeiter Tim, der alle Orga-Sachen macht, der jetzt auch gerade dankenswerterweise diesen Film aufnimmt. Und last but not least, dieses dritte Büro, hier sitzen mein Mitarbeiter Ben und meine Mitarbeiterin Conny, die für die wissenschaftliche Zuarbeit zuständig sind, für Klima und Energie und auch für die Öffentlichkeitsarbeit. So, wir sind jetzt hier im Fraktionssitzungssaal der Fraktion Die Linke. Wir tagen hier während der Sitzungswochen, also wenn keine Corona-Zeit ist, weil momentan haben wir eben einen größeren Raum. Und hier steht Schleswig-Holstein. Das bedeutet, hier ist während der Fraktionssitzung mein Platz. Von hier aus spreche ich. Leider sitze ich hier an dieser Stelle für Schleswig-Holstein allein, aber das liegt eigentlich nur daran, weil meine Kollegin Cornelia Möhring ja auch frauenpolitische Sprecherin ist und als frauenpolitische Sprecherin ist sie eben Teil des Fraktionsvorstandes, der hier sitzt. Und beispielsweise sitzen dann hier Amira Mohamed Ali. Amira Mohamed Ali ist unsere Fraktionsvorsitzende und Dietmar Bartsch, unser Fraktionsvorsitzender und auch unser parlamentarischer Geschäftsführer Jan Korte. Wir befinden uns jetzt hier am Holocaust-Mahnmal. Mit diesen Betonstelen, die eine bedrückende Atmosphäre schaffen, wird hier der Jüdinnen und Juden gedacht, die in Deutschland und in Europa vom deutschen Faschismus ermordet worden sind. Und gerade in dieser Zeit, wo Rassismus und Antisemitismus in Deutschland und in Europa wieder aufkeimen, gilt es für uns als Linke und für uns als Antifaschistinnen zu sagen, wir treten jedem Antisemitismus entschieden entgegen, wir erinnern an die Opfer und wir gedenken für die Zukunft. Direkt gegenüber dem Reichstagsgebäude des Deutschen Bundestages befindet sich das Mahnmal für die ermordeten Sinti und Roma. Und dieses Mahnmal finde ich besonders beeindruckend, denn hier in der Mitte befindet sich das Dreieck der Sinti und Roma, die in Konzentrationslagern ermordet worden sind. Auf diesen Steinen befinden sich die Namen der Konzentrationslager und um uns herum wird Musik gespielt und auf Tafeln wird eben dieser Massenmord, dieser nationalsozialistische, dokumentiert, beschrieben. Man kann sagen, noch heute ist neben dem Antisemitismus, der Antiziganismus, die Feindschaft gegenüber Sinti und Roma eine der beherrschendsten rassistischen Vorurteile, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Auch im Tiergarten befindet sich das Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten und verfolgten Homosexuellen. Man muss ganz klar sagen, auch mit 1945 war nicht alles gut, sondern bis 1965 allein gab es noch 45.000 Verurteilungen wegen Homosexualität. Und der eigentliche Straftatbestand aus dem Strafgesetzbuch ist erst 1994 abgeschafft worden. Und 2002 erst ist die Rehabilitierung der ermordeten und verfolgten Homosexuellen erfolgt und infolgedessen eben auch die Errichtung dieses Mahnmals. Und ihr wisst es ja, erst 2017 ist die Ehe für alle, die gleichgeschlechtliche Ehe, dann auch vom Deutschen Bundestag zugelassen worden.
An dieser Stelle wird an die Berliner Mauertoten erinnert und an die Toten des 17. Juni 1953. Und als Mitglied der Linken muss man immer wieder daran erinnern, dass ein Sozialismus nur demokratisch sein kann, dass wir niemals das Prinzip der Gleichheit über das der Freiheit stellen dürfen, sondern dass Freiheit und Gleichheit immer zusammengehen müssen. Jetzt sind wir in der Mitte von Berlin. Wir sehen hier das Brandenburger Tor, was auch mal die Grenze zwischen Westen und Osten markiert hat. Und hier der Chanukka-Leuchter, das heißt jüdisches Leben in der Mitte von Berlin, repräsentiert. Und wenn ihr dort hinschaut, dann seht ihr dort die amerikanische Botschaft und direkt schräg gegenüber dann die französische Botschaft. Und wenn man jetzt hier runtergehen würde, dann würdet ihr am Ende dieser Straße irgendwann auf den Alexanderplatz stoßen und dann auf das Rote Rathaus, wo ja auch die rot-rot-grüne Landesregierung von Berlin stattfindet. Etwa 5 Minuten vom Brandenburger Tor entfernt, hier im Tiergarten, ist das sowjetische Ehrenmal. Allein hier liegen 2000 Sowjetsoldatinnen begraben, die beim Kampf um Berlin gefallen sind. Die Sowjetunion hat insgesamt beim Kampf gegen den deutschen Faschismus fast 10 Millionen Soldatinnen verloren und hat die meisten zivilen Opfer mit 14 Millionen Toten zu beklagen. So, wir sind hier jetzt am Checkpoint Charlie. Das war der Grenzübergang vom amerikanischen Sektor eben in die DDR, beziehungsweise damals eben auch in die sowjetisch besetzte Zone. Große Touristenattraktion und Dokument natürlich auch der Teilung Deutschlands. Wir stehen jetzt hier vor dem Futurium. Das Futurium ist seit dem letzten Herbst eröffnet und ist mittlerweile auch Bestandteil unserer Wahlkreisfahrten. Das Futurium ist so etwas wie eine Zukunftswerkstatt. Zum einen ist das Gebäude sehr spannend, weil es ist ein Plus-Energiehaus. Das heißt, dieses Gebäude produziert mehr Energie, als es überhaupt verbraucht. Und dann speist es die restliche Energie ins Stromnetz ein. Und das Spannende ist, das ist eine Ausstellung, da geht es dann um neue Arten, sich zu ernähren. Dann geht es um neue Arten der Energiegewinnung. Dort geht es um die Frage, wie wir die chemische Industrie umstellen, aber auch, wie wir selbst konsumieren und leben wollen in der Zukunft. Und es lohnt sich, sich das mal anzuschauen, auch wenn hier und da wir sicherlich Kritik an der Ausstellung haben, weil so ein inneres Konzept, dass die Vision einer solidarischen Gesellschaft, wie wir sie gerne wollen, das fehlt eben leider. Bei so einer Wahlkreisfahrt bekommt ihr natürlich auch Verpflegung. Das heißt, nach einem anstrengenden Tag gehen wir dann häufig gemeinsam essen in einem Restaurant. Und jetzt während Corona sind natürlich auch in Berlin die Restaurants dicht. Aber ich hoffe doch sehr, dass 2021 im nächsten Jahr wir wieder die Gelegenheit haben zu einer richtigen Berlinfahrt. Und erstmal hoffe ich, dass euch das hier jetzt Spaß gemacht hat.